den macht unsere Schwester Agnes selber. Und der wird sicher auch bei dir den Husten lindern. Aber wenn er Fieber bekommen sollte, dann rufen Sie mich bitte sofort an. Mach ich. Vielen herzlichen Dank, Schwester Felicitas. Gern geschehen. Bitte sehen. Tschüss. Tschüss, mein Junge. Da, Frau Hunold. Na, was hat der Dr. Mertens gesagt? Nichts. Was? Nichts? Ja, er meint, es sei in meinem Alter völlig normal, dass man Pigmentstörungen kriegt und... Ach, und in der Klinik, da haben die mich gleich wieder weggeschickt, weil ohne Überweisung von einem Arzt. Ach, und sowieso, wenn ich nicht krankenversichert bin, da hat unser einer keine Chance. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. Kommen Sie mal mit. Felicitas, schau doch mal. Agnes, jetzt nicht, bitte. Nein, Herr Professor, da habe ich gute Beziehungen zur hiesigen Polizei. Vielleicht kann die ja den Transport zu ihrem Institut übernehmen. Hannah! Ja, ich rufe zurück, sobald ich die Sache geklärt habe. Auf Wiederhören, Herr Professor. Hannah, du musst unbedingt was unternehmen. Ich habe dir doch von Frau Hunold erzählt. Ja, natürlich. Guten Tag, Frau Hunold. Grüß Gott. Möchten Sie sich setzen? Danke. Ja, also es ist folgendermaßen. Ich habe Sie zu Dr. Mertens geschickt, damit er meine Diagnose bestätigt und eine Biopsie macht von dem Melanom. Aber der behauptet, das sei lediglich eine Pigmentstörung. Dabei habe ich ihm gesagt, dass meine Schwägerin auch Hautkrebs hatte und dass sie das zu spät erkannt haben. Und ja, mein Bruder, der ist doch jetzt allein mit den zwei kleinen Kindern. Und wenn mir das passiert, dann haben meine Kinder niemand mehr. Frau Hunold, es handelt sich lediglich um einen Verdacht. Und vielleicht irrt sich unsere Schwester Felicitas ja auch. Mich hat sie auch mal in Angst und Schrecken versetzt wegen meinem Muttermal. Das kann schon mal vorkommen, Hannah. Aber dafür ist ja eine Biopsie da. Und was die Frau Hunold betrifft, da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Du musst unbedingt mit Dr. Mertens reden. Bitte, Schwester. Ich werde sonst verrückt. Keine Sorge, Frau Hunold, Sie kriegen Ihren Termin. Ich muss nur erst ins Rathaus, aber dann kümmere ich mich darum, ja? Ja, und dann kannst du dem Dr. Mertens auch gleich ausrichten, dass ich ihm eben keine Patienten mehr schicke. Ich werde mich hüten. Wir können froh sein, wenn er deine Patienten umsonst behandelt. Ja, aber der kann mich nicht leiden. Dann spring halt mal über deinen Schatten und zeig ein bisschen mehr Demut, statt ihm ständig beweisen zu wollen, dass er keine Ahnung hat. Oh, Hannah, komm doch mal. Schau mal, was ich gebraucht habe. Oh, Agnes, bitte nicht. Demut, das fehlte gerade noch. Aber ich verspreche Ihnen, Sie werden Ihre Biopsie bekommen. Und wenn ich sie selber machen muss. Mein Gott, ich mach doch kein Drama draus. Komm, ich fahr dich nach Hause. Nicht. Ja, ich kann dich doch nach Hause, das ist gar kein Problem. Aber ich ruf dich an, wenn er bei Gelegenheit, ja? Danke, ich gehe lieber zu Fuß. Ich möchte nicht einen Moment länger als unbedingt nötig mit einem wie Ihnen zusammen sein müssen. Ja, jetzt mach aber meinen Punkt. Wer hat sich im Ochsner mich reingeschmissen, Sie oder ich? Ja, als wäre ich der einzige Mann auf der einsamen Insel. Frauen. Weiber. Mach ja nicht schlapp. Ja? Es tut mir leid, er müsste eigentlich längst da sein. Wahrscheinlich ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja, ich werde es ihm ausrichten, Herr Meier. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Ja. Grüß Sie, Schwester. Hallo. Unser Wachtmeister hat den Größenwahn mit seiner CD. CD? Ja, sein Streifenwagen-Blues. Natürlich selber produziert. Ach. Kaffee? Gerne. Aber warum ich überhaupt hier bin, Frau Labern? Dieser Investor von dem Freizeitpark, der neulich bei Ihnen war, hieß der zufälligerweise Herbert Danzer? Ja, warum? Weil der sich in unser Wochenendseminar eingeschleust hat, um sich dann klammheimlich aus dem Staub zu machen. Und was denn? Bei dreimal dürfen Sie raten. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Es sei denn... Die wollen unser Grundstück. Ach du Heilige.
Heiliger Strohsack. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um mir das zusammenzureimen. Aber eins sage ich Ihnen. Wenn der die Mutter Oberin rumkriegt und ihr das Kloster abschwatzt, dann lasse ich die Katze aus dem Sack und sag ihr, dass wir eine Gutenberg-Bibel in der Truhe gefunden haben. Und die ist mindestens so viel wert wie das gesamte Kloster. Und dann... Und dann erzählen Sie ruhig weiter. Ich bin ganz Ohr. Ja, wieso? Ich verstehe nicht. Gutenberg-Bibel? In meiner Truhe? Die Sie uns gespendet haben. Großzügig, wenn Sie sich erinnern. Für Ihren König-Ludwig-Orden. Ich? Das kann ich nur bestätigen. Ja, Moment. Eines wollen wir festhalten. Erstens, als ich die Truhe gefunden und ausgebuddelt habe, gehörte das Kloster der Gemeinde. Und zweitens gehört es jetzt uns, samt der Truhe und deren Inhalt, den Sie für völlig wertlos erachten. Aber habe ich doch... Und drittens... Ich komme überhaupt nicht zu Wort. Es ist überhaupt noch nicht raus, ob es sich wirklich um eine Gutenberg-Bibel handelt. Das muss ein Gutachter erst feststellen. Also regen Sie sich ab. Na gut. Kriege ich jetzt auch so einen Kaffee? Oder gehört der samt Kaffeemaschine bereits dem Kloster? Sehr lustig. Ja, dann hätte ich gerne meine Post. Und verbinden Sie mich mit Herrn Danzer. Liegt auf dem Schreibtisch. Sehe ich. Schwester. Hätten Sie die Güte, würden Sie mein Büro verlassen. Das Gespräch ist vertraulich. Natürlich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Laura. Wiedersehen. Also ehrlich, Herr Wöller, die Truhe gehört den Nonnen. Frau Laban, warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie hinter meinem Rücken gegen mich intrigieren? Stimmt. Aber nur zu Ihren Gunsten, weil Sie sonst einen Mist nach dem anderen bauen. Also, da hört sich doch alles auf. Zum Beispiel hat gerade Ihre Sekretärin herausbekommen, dass dieser Herr Danzer letzte Woche, als er hier war, schnurstracks ins Kloster zum Wochenendseminar gegangen ist. Was? Ja, ich habe leider um 11 Uhr einen Termin. Erinnern Sie sich? Ja, ganz düster. Ja, um 11 Uhr war Anreise im Kloster. Der ist doch nicht am Seminar interessiert. Alters? Das ist allerdings, Genau das ist es. Ja, dann sitzen Sie nicht rum wie ein Doppelstecker. Verbinden Sie mich mit ihm. Sagen Sie mal, was ist denn los mit Ihnen heute Morgen? Ich denke, Sie haben sich so köstlich amüsiert gestern im Ochsen. Warum sind das schon wieder her? Wer war die Dame? Ja, ich verstehe sie auch nicht. In der letzten Zeit werde ich dauernd von irgendwelchen Frauen angemacht. Als ob der Notstand ausgebrochen wäre in unserem Land. So. Ja, und wenn man so, ja, ich meine, Sie wissen schon, ein bisschen näher kommt und so, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, dann fangen die plötzlich an, vom Heiraten zu reden. Nein. Das ist doch nicht normal. Also, verbinden Sie mich mit ihm. Ja, Danzer. Wöller. Herr Danzer, ich wollte mich kurz mal bei Ihnen melden. Ja, und Zwischenbericht erstatten. Mhm. Ja, vor allem, was Ihre Provision angeht, da gibt es erfreuliche Nachrichten. 2 Millionen kann ich aus dem laufenden Etat der Gemeinde abzwacken. Aber für den Rest, ja, da müssten wir eine Ratenzahlung vereinbaren. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, stimmt's? Ja, keine Gemeinde hat jetzt mal so 5 Millionen der Portokasse rumliegen. Nein, Herr Wöller. Ja, und? Wer hier wen auf den Arm nehmen will, also das möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Ja, oder wie darf ich das verstehen? Dass Sie vor einer Woche, das heißt letzte Woche, bei den Nonnen aufgekreuzt sind und im Seminar waren. Kommen wir nicht zusammen. Sie als Politiker sollten eigentlich einzuschätzen, wissen, wann wer am Drücker ist. Und das bin derzeit nur mal ich. Also mit einem Wort, wenn ich nicht spätestens in einer Woche 5 Millionen sehe, dann vergessen Sie das Ganze. Danke. Nein, nach allem, was Sie für mich getan haben, tue ich das wirklich gern. Es geht ja auch schließlich um unseren Fußballnachwuchs. Ja, trotzdem, das ist nicht selbstverständlich. Bei Ihrem Terminplan, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Oh, bitte, hören Sie auf, werde ich ja ganz rot. Also dann bis morgen, ich meine, bis heute Abend. Bis heute Abend. Danke. Ja, den Termin mit Bischof Rossbauer heute Mittag, den sagen Sie ab. Auf irgendeinen anderen Tag. Ich bin verplant. Wo bleibt jetzt der Herr Danzer? Ich glaube, da kommt er schon. Ach, grüß Gott. Bin untröstlich, wurde aufgehalten durch ein Telefonat. Schon gut, Herr Danzer. Kommen Sie. Kaffee, Tee, Wasser, bitte. Nein, danke. Entschuldigung, geht mich gar nichts an, aber war das nicht eben Fritz Rickenbacher da beim Aufzug? Ja, das war er. Der Terminator. 104 Länderspiele, 287 Bundesliga-Tore, Coach, Kapitän und Manager des Clubs. Bitte. Dankeschön.
Falls wir ins Geschäft kommen sollten, arrangiere ich gerne ein Abendessen mit Ihnen und Ihren Investoren. Sehr freundlich, danke, aber ich fürchte, Fußball ist nicht so ganz meins. Also dann kommen wir zum Geschäft. Moment, Sie haben mich angerufen, nicht ich Sie. Wenn Sie jetzt also vielleicht die Güte hätten, Ihre Karten auf den Tisch zu legen, dann sehen wir weiter. Herr Danzer, auch wenn Sie mit Fußball nicht viel anfangen können, Sie haben gerade ein Eigentor geschossen. Wieso? Zufällig ist mir bekannt, dass Sie nicht nur Kloster Kaltental inkognito einen Besuch abgestattet haben. Sie haben auch Luftaufnahmen des Klosterwaldes gemacht, mittels eines extra angemieteten Hubschraubers. Des Weiteren hat ein Ihnen nahestehender Wirtschafts- und Steuerexperte Erkundigungen eingeholt über die finanzielle Situation unseres Ordens. Also lassen Sie die Spielchen und machen Sie mir ein Angebot, zu dem ich nicht Nein sagen kann. Gut. Wenn Sie mir so kommen, das kann ich auch. Also, Ihre Filiale in Köln mit dem angeschlossenen Heim für Kinder und alleinerziehende Mütter ist mit rund 800.000 in den Miesen. Nicht viel besser sieht's mit Ihrer Zentrale hier aus. Ganz zu schweigen von Ihren Aktivitäten und Niederlassungen in diesen diversen Entwicklungsländern. Alles in allem rund 2 Millionen Euro, die Ihnen fehlen. Und jetzt sind Sie dran. 8 Millionen. Und Sie übernehmen die Steuern und alle anfallenden Kosten und Verbindlichkeiten der Immobilie. Und versuchen Sie nicht, mich runterzuhandeln, sonst können Sie gleich wieder gehen. Jetzt haben Sie sich ein Eigentor geschossen. War nämlich soeben im Begriff, Ihnen ein Gegenangebot zu machen. 15 Millionen. 15 Millionen. 10 für Sie, 5 für mich. Wobei, meine 5 wären im Voraus zu bezahlen als Vermittlungsprovision. Vermittlungsprovision? Wissen Ihre Investoren davon? Nein, natürlich nicht. Nur Sie und ich. Und falls Sie die Absicht haben, irgendjemandem davon zu erzählen, ganz egal wem, streite ich natürlich alles ab und das Geschäft ist geplatzt. Eigentlich sollte ich Sie hinauswerfen. Eigentlich? Ja. Ich werde Sie zurückrufen. Gut. Aber lassen Sie sich bitte nicht allzu viel Zeit mit Ihrem Rückruf. Grüß Gott. So, nun tut es mir furchtbar leid, aber mein Wartezimmer ist voller Patienten. Mein Gott, Herr Doktor, das ist doch kein Aufwand, die Frau zu überweisen. Herr Bremer, bitte gehen Sie doch schon mal ins Wartezimmer. Ich meine ins Behandlungszimmer. Ja, danke schön. Schwester. Ja? Ich habe mich bereit erklärt, umsonst für Ihre sogenannte Beratungsstelle zur Verfügung zu stehen. Ja, das ist auch sehr nett. Ich denke, ich kann von Ihrer Schwester Felicitas erwarten, dass sie meine Diagnose respektiert. Und jetzt bitte. Ja, das tut sie doch auch. Aber die arme Frau will doch Gewissheit haben. Sie ist alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern und der Vater von Schwester Felicitas, der... Ich weiß, aber der ist wohl kaum mit Frau Honold verwandt, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Trotzdem, Herr Doktor, bitte. Mir zuliebe, ja? Na gut. Aber frühestens in 3 Wochen. 3 Wochen? Sehen Sie, wie es hier zugeht? Eine meiner Helferinnen ist schwanger, eine andere ist krank. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Herr Doktor. Das ist mein letztes Wort, Schwester. Ich habe noch andere Patienten, um die es schlechter bestellt ist. Aber 3 Wochen? In so einer Ungewissheit, das... Wissen Sie was, Schwester? Lassen wir das Ganze einfach. Ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich weiter mit Ihrer Schwester Felicitas herumzuschlagen. Suchen Sie sich einen anderen Dummen. Jenny, wie geht sie das? Jenny, ich brauche deine Hilfe. Du musst für mich herausfinden, wann die letzte OP vorbei ist in einem der OPs hier. Du hast doch Nachtschicht heute. Ja, warum? Nur prophylaktisch. Ich muss vielleicht eine Biopsie machen. Und dazu brauche ich einen sterilen Raum, den wir im Kloster nicht haben. Du willst hier operieren? Felicitas. Falls der Dr. Mertens sich weigert, die Frau Honold zu überweisen, dann bleibt mir doch gar nichts anderes übrig. Ja, und was, wenn Sie uns erwischen?
wenn die Frau Hohnold ein Melanom hat und stirbt, nur weil ein Dr. Merten sich geirrt hat oder weil sie durch die Maschen der Krankenversicherung gefallen ist. Na gut, entschuldige, ich muss weiter. Du rufst mich an, ja? Ja. Ein Mädel spricht mich an, sie wünscht sich einen Mann. Ich sage ihr bedauernd, das ist der Dallas Hergotzacker. Was? Du sollst es ausmachen. Ja, nur noch die Stelle, ja? Das ist der Blues, den jeder kennt. Die Stelle, hören wir jetzt zum 100. Mal. Ja, aber das ist meine Lieblingsstelle, Franz. Ein Rentner macht Alarm, sein Hund sei überfahren. Ich nehme das. Ich nehme das Tierchen auf den Arm, sein Fell ist noch ganz warm. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Streifenwagen Blues, ja, ja, ja. Das ist der Blues, den jeder kriegt. Packt er! Ach, Schwester, schau mal. Meine CD. Neuer Kollege? Ja, Franz Herzler. Nicht Herr Herzler. Das ist der Streifenwagen. Das kannst du doch nicht machen. Das hat mir meine Frau geschenkt. Schluss aus Amen. Ich schnapp's sonst über. Das ersetzt du mir? Ich denk ja gar nicht dran. Geh halt zum Chef. Guten Tag, Schwester. Guten Tag. Herr Meier, kann ich trotzdem mal um Ihr Gehör bitten? Um was geht's? Ja, es geht um den Transport eines sehr wertvollen Gegenstandes vom Kloster zur Uni nach München. Wertvoller Gegenstand? Ja. Was? Ach, das ist vorerst vertraulich, aber das ist nicht groß. So ungefähr wie 2 Telefonbücher. Ja, aber für sowas ist ja normalerweise ein Geldtransportunternehmen zuständig. Sicher, aber das kostet doch ein Vermögen. Und Sie wissen doch, wir sind notorisch knapp bei Kasse. Tut mir leid. Ja gut, aber diese Woche geht nichts mehr wegen meiner CD-Promotion. Nächste Woche eventuell? Erst. Oder am Wochenende. Samstag habe ich früher Dienstschluss. Samstag wäre gut. Ja? Also dann, aber mit Streifenwagen. Ja, klar. Gott. Halt! Eine Hand wäscht die andere. Ich muss knapp 2000 CDs an den Mann bringen. Ach. Wenn Sie die im Klosterladen neben die Kasse legen und ein bisschen Reklame machen, 10 € das Stück. 2 € könnten Sie einstecken. Ach, gerne. Ja, Agnes wird's versuchen. Wiedersehen. Wiederschauen. Schade, dass das mein Vater nicht mehr erlebt hat. Sein Sohn ein Star. Ein Schnulzensänger. Aber ein Star. Frau Laban? Frau Laban, wo ist die Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung ausgeflogen? Typisch. Termine? Genau. Was ist denn das? Gisela. 55 Jahre verwitwet, 3 Mietshäuser. Frau Laban, was soll denn das? Ja, haben Sie sie noch alle? Ja, mir diese heiratswürdigen Frauen auf den Hals zu hetzen. Ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Von Frauen umschwärmt wie Motten das Licht. Also, Frau Laban, ein für alle Mal. Verschonen Sie mich mit derartigen Kuppeleien. Ich brauche keine Frau. Die 8 Stunden am Tag, die ich mit Ihnen verbringe, die decken meinen Bedarf an Weiblichkeit vollkommen. Herr Böller. So, jetzt zurück zur Tagesordnung. Wo ist sie? Ja, bisschen heftig und muss ich erst pumpig werden. Danke. Mann,
Es hat heute Mittag zwar nur zu einem Salat gereicht, dafür gibt es jetzt zum Kaffee eine Überraschung. Was ist das? Ist doch egal. Hauptsache was zu essen. Probier doch mal. Bitte. Sind gar nicht übel. Gell? Hallo. Warst du bei Dr. Merkens? Ja, leider. Ehrlich, Felicitas, bist du sicher, dass du dich nicht irrst? Wie oft soll ich dir noch erklären, dass ich deshalb eine Biopsie brauche? In 3 Wochen. Mehr war nicht drin. 3 Wochen? Ja. Hanna, warte. Warte doch mal. Probier doch. Du weißt aber doch, dass Bischof Rossbauer keinen Zucker mehr essen darf. Das ist kein Zucker. Süßstoff? Nein, danke. Das ist auch kein Süßstoff. Was dann? Das ist ein Extrakt aus einer Heilpflanze aus Peru. Keine Kalorien, keine Kohlenhydrate, kein Fett, nichts. Und Broteinheiten sind auch keine drin, nur Faserstoffe wie Weizenkleie und so weiter. Das glaube ich nicht. Doch. Da ist doch Schokolade drin. Das schmeckt nur wie Schokolade. Das ist keine Schokolade. Aber das Rezept, das bleibt mein Geheimnis. Das verrate ich euch nicht. Hier ist Schwester Hanna. Wäre es Ihnen am Samstag recht? Unser Wachtmeister Meier kann nicht früher. Na prima, dann bis Samstag. Auf Wiederhören. Das hier sind CDs von Wachtmeister Meier. Du sollst sie im Laden neben die Kasse legen. 2 Euro sind für uns, sag mal. Diese Kekse sind ja voll lecker. Darf ich dann noch einen? Ja, gell? Wenn du das nächste Mal nach München fährst, dann gib sie doch bitte Schwester Hildegard und sie soll es Bischof Rossbauer geben. Mhm. Er muss mir unbedingt sagen, ob sie ihm schmecken. Ja, mach ich. Vielleicht sogar schon heute, wenn ich die Mutter erwische. Wachmeister Meier als Rockstar. Wer hätte das gedacht? Vögel, die am Morgen singen, holt am Abend die Katze. Ja? Ich bin's. Ist die Mutter zu sprechen? Nein, sie hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen, um sich hübsch zu machen für ihr Rendezvous mit dem Terminator. Wie bitte? Fritz Rickenbacher, dieser Ex-Fußballstar. Sie himmelt ihn an wie ein Teenager. Ja, und wann meinst du, ist sie wieder ansprechbar? Keine Ahnung, vielleicht heute Abend. Warum? Naja, es geht um das Kloster und diesen Freizeitpark. Da war heute Morgen ein Herr Danzer bei ihr. Was? Aber was Sie besprochen haben, konnte ich leider nicht genau hören. Du weißt ja, unsere Türen sind zu dick. Ach du Jemine, ich muss Schluss machen. Bischof Rossbauer kommt. Grüß Gott, Schwester Hildegard. Grüß Gott. Exzellenz. Ja? Das ist mir jetzt furchtbar peinlich. Ich habe ganz vergessen, Ihnen Bescheid zu geben, dass die Mutter den Termin mit Ihnen auf nächste Woche verlegt hat. Ach ja? Und warum, wenn ich fragen darf? Fritz Rickenbacher. Verstehe. Nun, dann richten Sie Frau Dr. Reuter aus, dass ich eventuell zwischen Pfingsten und Ostern, ja, Sie haben ganz richtig gehört, einen Termin für Sie habe. Moment mal, wo ich Sie schon mal hier habe. Konnten Sie schon beim Sender anrufen wegen meiner Serie? Sie wollten doch Ihre Kontakte spielen lassen. Ach so, ja, habe ich. Die Nonne und der Kommissar wird nicht abgesetzt. Nein? Aber eine gewisse... Jetzt habe ich doch den Namen vergessen. Irgend so ein nordischer Name. Richtig. Angström. Freier Angström. Wird wahrscheinlich die Bücher schreiben. Tut mir leid. Freier Angström. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Wo ist denn der Hermann? Er fragt mich was Leichteres. Ja, gestern nicht, heute auch nicht. Na, wo gibt's denn sowas? So längst Feierabend. Schreib's auf. Ich schau mal nach dem Hermann, da ist irgendetwas faul. Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Freier Angström.
Also ehrlich, Klaus, was soll das? Mein Gott, Hildegard, statt dass Sie mir die Füße küssen, weil ich Ihre Serie gerettet habe. Und Sie selber weiterschreiben? Ja, was bleibt mir denn das übrig, wenn Sie sich weigern, auf die Wünsche des Senders und einen Relaunch einzugehen? Ich wünsche Ihnen viel Glück. Aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich unser Arbeitsverhältnis als beendet betrachte. Bitte, Hildegard. Leben Sie wohl, Frau Angström. Na gut. Wie Sie wünschen. Ball halten. Flügelspiel, Technik und Taktik. Na gut. Also Mädels, wir üben jetzt mal Ball halten und Flügelspiel. Kann mir jemand zeigen, wie das geht? Ich kann flanken. Oh ja, mach mal. Frau Laban, wollen Sie mitkicken? Nein, nein, danke. Keine Lust auf Fußball. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Herr Wöller war an meinem Schreibtisch. Und er hat die Fotos und Briefe gefunden. Oh nein. Doch. Hanna! Essen! Ja, fangt schon mal ohne mich an. Ich komm gleich. Gut. Und da ist noch etwas. Er hat die Anwaltskanzlei Dr. Schwarzenberger eingeschaltet. Er will wohl die Büchertruhe sehen, herausklagen. Von mir aus? Damit kommt er sowieso nicht durch. Darf ich Sie zum Essen einladen? Nein, nein, danke. Ich habe einen Termin. Mit meinem Mann bei der Frau Dr. Hohlschlegel. Was? Eheberatung. Aber sagen Sie es nicht weiter. Na dann, viel Glück. Nein, Jenny ist nicht mit. Sie hat Nachtschicht. Schon wieder. Die beuten ihr Personal auch ganz schön aus. So, und ich will kein Gemeckere hören. Fischgulasch an feinster Dillsoße mit dem aus dem Garten. Biologisch dynamisch und Petersilienkartoffeln. Na endlich. Und was sind die schwarzen Dinger da? Kapern. Ich muss noch mal schnell weg. Wenn die Mutter oder Hildegard anrufen, dann sagt ihnen... Ich rufe zurück. Aber Hanna, ja. Es gibt doch Essen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Und sehe, was du uns bescheret hast. Amen. Ach, immer beim Essen. Das ist schon gespenstisch. Kloster Kaltental, Schwester Gina. Noch eine Kartoffel, bitte. Ach, du bist's. Bitte sehr. Ja, die ist danke. Da. Sag ich ihr. Warum? Okay, dann sehen wir uns morgen früh zum Frühstück. Vielleicht werde ich heute mal satt. Tschüss. War das Jenny? Ja, ich soll dir sagen, 11 Uhr. Danke. Was ist 11 Uhr? Da wird ein OP frei und ich werde operieren. Felicitas? Aber das darfst du doch nicht. Eben. Und wehe, ihr sagt Hanna was, dann rede ich in diesem Leben kein Wort mehr mit euch. Oh, mein Gott. Mama, darf ich noch eine Geschichte oder wenigstens noch etwas singen? Heute nicht. Es ist schon spät, ja? Morgen wieder. Mama, hast du geweint? Nein. Und jetzt wird geschlafen. Wer ist das? Ich weiß nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komme gleich noch mal Licht ausmachen, ja? Ja. Schwester. Ich wollte noch mal nach Ihnen schauen. Darf ich reinkommen? Aber ja, natürlich, bitte. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Teils, teils. Dr. Mertens ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Sie nichts zu befürchten haben. Aber Schwester Felicitas... Und die gute Nachricht ist, Sie kriegen Ihren Termin. Aber leider erst in 3 Wochen. 3 Wochen. Leider kann ich im Moment nicht mehr für Sie tun, weil ich will nicht riskieren, dass Dr. Mertens für unsere Beratungsstelle nicht mehr zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Mama, du wolltest doch das Licht ausmachen. Ich komme gleich. Danke, Schwester. Hermann, jetzt mach dir mal keine Sorgen. Du bist in den besten Händen, ja? Aber du kommst mit ins Krankenhaus. Ja, ich pack dir ein paar Sachen zusammen, Zahnbürste und so. Aber geh nicht an meinen Cognac. Hey, Leute, besuch mal Cognac. Guten. Naja, ein Mann wie Sie darf doch nicht vom Fleische fallen. Hermann. Ach, du Schande. Hermann, Hermann, Hermann. Guten Abend, ehrwürdige Mutter.
Guten Abend, Schwester Hildegard. Wo waren Sie so lange? Wo war ich so lange? Mit der Seemannschaft auf dem Volksfest, wo mir Fritz, ich meine Herr Rickenbacher, diesen Teddy geschossen hat. Ist mir heiß. So wohl habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ihr Privatleben geht mich ja nichts an. Aber allmählich mache ich mir Sorgen um Sie. Warum? Weil ich einmal ein paar Stunden abschalte? Also ehrlich, Hildegard. Bringen Sie mir ein Glas Wasser. Aber vorher verbinden Sie mich mit Bischof Roßbauer. Bitte. Wie Sie meinen. Ich habe zwar Felicitas versprochen, nicht zu sagen, aber die Wahnsinnige will die Biopsie alleine durchführen. Jetzt, bei Nacht und Nebel. Was? Ja, gerade ist sie losgeradelt. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh. Ich weiß, es ist spät, aber... Was ist? Was haben Sie? Willi und ich haben uns gestritten. Nach der Eheberatung bei Frau Dr. Wohlschlegel. Und dann... Dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Ja, und? Warum weinen Sie dann? Seien Sie doch froh, dass Sie dieses Abziehbild von einem Ehemann endlich los sind. Ach, seien Sie doch still, Sie Rohling. Rohling. Was ist mit Ihnen los? Sie arbeiten doch gar nicht mehr hier. Nichts, was Sie interessieren dürfte. Kommen Sie, Frau Honold. Jenny, wir sind da. Sie ziehen sich jetzt schnell um, während Jenny alles vorbereitet. Gehen Sie da rein. Ich komme auch gleich. Das hat dich doch hoffentlich keiner gesehen? Nein, außer Böller. Was macht du überhaupt hier? Mein Freund Huber ist die Treppe runtergefallen. Aber sag mal, wie lange meinst du, brauchst du? Maximal eine halbe Stunde. Kannst du mich mal zumachen? Und dann verschwinden wir gleich wieder. Und du bringst die Probe runter in die Pathologie und schreibst einfach den Namen von Dr. Mertens drauf und dringend. Und was, wenn sie den OP doch plötzlich brauchen? Ja, dann... Dann wird mir schon was einfallen. Aber wie stellen Sie sich das vor? Ich kann doch nicht einfach mit Mertens ins Handwerk pfuschen. Aber vielleicht ein Menschenleben retten. Und nebenbei verhindern, dass einer altgedienten OP-Schwester vielleicht der Prozess gemacht wird. OP-Schwester? Schwester Felicitas? Ja. Die hat mir bei meiner ersten OP assistiert. Und sie hat mir den Arsch gerettet. Oh. Scharfe Löffel. Halt! Felicitas! Schwester, das ist steril. Oh, Hanna, nein! Den Doktor kennst du ja. Er wird die Biopsie durchführen und du assistierst. Und bitte keine Widerrede, sonst dreh ich durch. Also nicht, dass ich Ihnen den Eingriff nicht zutrauen würde, aber Schwester Hanna hat recht. Ich zieh mich ganz schnell um. Ich bin sofort wieder da, ja? Hermännchen! Endlich! Na?
Wie fühlt es sich an? Beschissen. Mhm. Das siehst du doch. Was haben die mit mir gemacht? Ganz ruhig. Du hast dir die Hüfte gebrochen. Bei dem Versuch, die Treppe im Alleinflug zu meistern. Bauchlandung. Also, bleib ganz ruhig liegen. Wir haben ihn wach. Na prima. Wie fühlen Sie sich denn? Es geht so. Ja, alle Werte normal. Herzfrequenz auch. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, vielleicht ein Bier oder besser zwei. Ich bringe Ihnen Kamillentee. Ja. Von mir aus im Bierglas. Das ist doch was, Hermännchen. Und Sie, Herr Wöller, gehen jetzt besser. Hm? Weil Besuche um diese Zeit sind sowieso nicht gestattet. Hermännchen, ich lasse mich morgen wieder blicken und bringe dir was mit. Das will ich dir nie vergessen, Wolfi. Das will ich stark hoffen. Mir fehlen noch 3 Mio. Die fehlen mir noch. Das kriegen wir schon hin. Jedenfalls bin ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn das unter uns bleibt. Ach, natürlich. Es sei denn, es erwischt uns doch noch jemand. Um diese Zeit besteht da keine Gefahr. Da schieben nur so Trottel wie ich Dienst. Dann bis morgen. So, Frau Honold, das war's. Und jetzt nichts wie weg hier. Und wann wissen Sie, ob es bösartig ist? Morgen im Laufe des Vormittags. Oh nein. Mist. Was sollen wir jetzt machen? Lass mich nur reden. Was geht hier vor? Ziehen Sie sich um und werfen Sie das Hemd in den Container. Haben Sie die Lizenz, hier rumzuschnippeln? Da ich Sie gut genug kenne, Herr Wöller, und weiß, dass ich von Ihnen kein Verständnis erwarten kann, lassen wir das lieber. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Frau Laber. Guten Morgen. Ja, das tut mir leid gestern, dass ich so unsensibel reagiert habe. Das macht nichts. Eigentlich sollte ich ja froh sein. Nur, warum bin ich's dann nicht? Ja, weil sowas eben ein bisschen dauert. Ich meine, Sie waren ja ewig mit Ihrem Willi verheiratet. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe schon einen Kaffee gemacht. Ach. Nein! Sie da? Ich denke, das hat sich erledigt. Im Gegenteil. Mir ist gestern ein Licht aufgegangen. Was eigentlich? Ein ganzer Kronleuchter. Als ich auf der Suche nach dem Huber war, der ja nirgendwo mehr aufgetaucht ist, war ich bei ihm zu Hause. Und stellen Sie sich vor, ich finde ihn im Flur auf dem Boden mit einer gebrochenen Hüfte. Nein. Ja, hilflos, Muttersehen allein. Also wenn ich nicht gekommen wäre, der läge ja immer noch da. Oder weiß Gott wie lange. Ich meine, der wäre elendiglich eingegangen. Sehr schrecklich. Mhm. Aber was hat es mit den Interessentinnen zu tun? Ja, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich meine, das hätte genauso gut ich sein können. Also, mit anderen Worten, ich suche eine Frau. Eine nette, verständnisvolle, am besten natürlich Traumfrau. Eine aufopfernde Gattin, die meinen Lebensabend versüßt. Eine Krankenschwester. Ach, nicht unbedingt, aber Sie wissen, worum es geht. Und wenn die ein bisschen Geld hat, für die Aussteuer, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Eine reiche Krankenschwester. Ja, sowas. So, aber jetzt an die Arbeit. Rufen Sie den Dr. Oberkirchner an. Den trifft der Schlag, wenn der erfährt, was nachts in seinem Krankenhaus los ist. Felicitas. Oh mein Gott. Jetzt
mach kein Drama draus. Ist doch nochmal alles gut gegangen. Ja, aber nur, weil ich Hannah alarmiert habe. Das hat gut getan. Lusterkalten Teil. Ich mir einen Schluck Wasser. So, ich zieh mich dann schnell um. Und dann wäre es schön, wenn wir den Tag gemeinsam durchgehen könnten. Danke. Das war die Klinik. Oh mein Gott, Hannah, die haben mich einbestellt. Ich soll dem Herrn Chefarzt Rede und Antwort stehen wegen gestern Nacht. Aber woher weiß er das denn? Das, wie konntest du uns das antun? Da steckt bestimmt der Wöller dahinter. Anna, du musst mir jetzt helfen. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ich gehe mich umziehen. Das? Ja, den Gang entlang am Ende des Gebäudes. Ich komme gleich nach. Felicitas! Bis gleich! Ach. Guten Morgen, Frau Doktor. Na, Sie machen Sachen. Der ganze Laden steht Kopf. Haben Sie den Befund von der Probe für Dr. Mertens? Ja, ja. Schauen Sie selber. Da sind Sie ja. Wo ist denn Ihre Ex-Oberschwester, die ja nachts heimlich am Patienten rumschnippelt? Sie hat es nur gut gemeint. Im Gegensatz zu Ihnen, oder warum sind Sie jetzt hier? Also da, wo ich herkomme, nennt man das, was sich Ihre Mitschwester geleistet hat, Amtsanmaßung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Ach ja? Ach ja. Aber als Mitglied des Verwaltungsrates der Klinik könnte ich versuchen, Ihnen den Skandal zu ersparen, mich bei der Klinikleitung für Sie einzusetzen. Allerdings unter einer kleinen Bedingung. Dass ich Ihnen die Bibel überlasse. Erraten? Vergessen Sie es. Vergessen Sie es? Ja. Ja, dann viel Spaß. Danke. Knock, knock, heaven's door. Guten Morgen, die Herren. Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät komme, aber der Herr Wöller hat mich aufgehalten. Jetzt bin ich wieder schuld. Wo ist Schwester Felicitas? Ich glaube, die traut sich nicht hierher. Ich nehme an, das wird sich auch erübrigen, wenn ich Ihnen die Situation erklärt habe. Also, ich war gestern bei der Frau Hunold und ich muss sagen, Ihre Patientin ist wirklich sehr beunruhigt und verzweifelt, so allein mit den beiden Also das muss ich mir ja wohl nicht anhören. Sie wissen ganz genau, dass ich mich bereit erklärt habe, die Biopsie selbst durchzuführen. Ja, aber in 3 Wochen, das ist eine Ewigkeit für jemanden, der Angst hat, dass er Krebs hat. Schwester, wir reden aneinander vorbei. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Der Kollege Mertens hat aufgrund seiner Fachkompetenz entschieden, dass eine Biopsie nicht angesagt ist. Ja. Und wenn Ihre Mitschwester dann in einem halsbrecherischen Alleingang hier nächtens Eingriffe durchführt. Genau. Zu denen sie wohlgemerkt nicht berechtigt und außerdem fachlich völlig überfordert ist. Aber wieso denn Alleingang? Sie hat einen Arzt hinzugezogen und lediglich assistiert auf seinen Wunsch hin. Guten Morgen. Na endlich, wo bleiben Sie? Frau Professor? Ich war nur noch schnell in der Pathologie. Pathologin ist sie auch noch. Und was ist? Sommersprossen, meine ich, oder? Ein Melanom. Nun ja, das ändert aber nichts an der Tatsache. Aber nur 0,48 mm tief. Und was heißt das? Das heißt, wenn... Das heißt, dass es noch nicht in die darunterliegenden Hautschichten gelangt ist. Also 3 Wochen allemal gereicht hätten. Herr Doktor, wollen wir es nicht gut sein lassen? Und dem Herrn danken, dass der Patientin jetzt geholfen werden kann, und zwar rechtzeitig. Also ich habe einen Hautarzt, den Dr. Wildi. Oh, Herr Wöller, bitte, ja. Halten Sie sich daraus. Tja, was soll ich sagen? Danke, Schwester. Bitte, Herr Doktor. Gern geschehen. Dürfen wir reinkommen? Ja, selbstverständlich. Bitte spannen Sie mich nicht länger auf die Folter. Darf ich? Es ist alles in Ordnung.
Es war zwar bösartig, aber sie... Aber es war nicht so tief, sodass jede weitere Verbreitung praktisch ausgeschlossen ist. Ja, Sie müssen sich nur noch alle 3 Monate von einem Arzt anschauen lassen. Zur Sicherheit. Und Dr. Mertens will das gerne übernehmen. Dann ist alles wieder gut? Ja. Ja. Ja, dann richten Sie dem Dr. Schwarzberger wenigstens aus, dass er den Fall leider nicht ad acta legen kann. Mein Versuch, die Bibel den Nonnen rauszuleiern, ist leider gescheitert. Ja, so oder so ähnlich. Sie haben ja meine Nummer. Also, bis dann. Schwester Hanna da? Nein, und mit Ihnen rede ich nicht mehr. Okay. Gott zum Gruße, die Schwestern. Ach, hören Sie doch auf, Sisi, Unmensch. Unmensch, ich? Ja, Sie haben es doch gehört. Aber dank Felicitas Nacht- und Nebelaktion, so wie Sie das nennen, kriegt die Patientin jetzt die ärztliche Hilfe, die sie benötigt. Ja, das mag ja sein, aber... Sie können sich also eine andere Erpressertour ausdenken, um an unsere Bibel zu kommen. Andere Erpressertour, bitte? Es geht auch anders. Anwalt, Gerichtsbeschluss. Wie Sie meinen. Und spätestens bei meiner bevorstehenden Hochzeit werden wir die Grundsteinlegung für den Freizeitpark durchführen. Hochzeit? Das tun Sie doch nicht so. Das habe ich doch Ihnen und der Frau Laber zu verdanken. Ja, diese Kampagne, mir eine Frau zuzuspielen. Ja, das gebe ich ja zu. Was sehen Sie? Diese Schnapsidee, Ihnen eine Lebensgefährtin zu besorgen, die stammt von mir. Habe ich es doch gewusst. Und wissen Sie auch warum? Nein. Weil mir Ihre diversen Avancen und nächtlichen Liebesgeständnisse im Vollrausch, gelinde gesagt, auf den Geist gehen. Ah ja. Also, lassen Sie es. Ja, bitte, lass ich's. Ich habe auch meine Meinung geändert. Um 360 Grad. Spätestens in 3-4 Wochen werde ich unter der Haube sein. Aber Sie sind natürlich herzlich eingeladen zu meiner Hochzeit. Aber dafür müssen Sie erst mal eine finden. Eine? 10 könnte ich haben. Was rede ich? 9. Weil Sie sind ja schon unter der Haube.